Jo, herzlich willkommen zur heutigen Aufnahme. Wir haben einiges an Zeit vergehen lassen müssen, bis sich unsere Hochwasserproblematik hier gelöst hat. Inzwischen habe ich auch schon die Tiefgarage nachplatziert. Die ist hier jetzt schon schön ausgelastet. Und ja, ich habe die dann effektiv umgedreht. Das heißt, den Eingang nicht hier an der Magnolienstraße, sondern effektiv hier hinten noch eine Straße reingezogen und die da angeschlossen. So, wenn die Fahrzeuge hier einbiegen, dann müssen die ganze Runde fahren und es bildet sich hier nicht schon ein kurzer Rückstau. Also alles am Laufen hier. Und auch das Wasser ist gut zurückgegangen. Es hat sich jetzt wieder auf einem gewissen Level eingefunden. Habe hier auch schon die Küstenlinie entsprechend mit Bäumen versehen. Hier werden wir wahrscheinlich dann in näherer Zukunft noch einen kleinen bis mittleren Park draus machen, um einfach ja, so eine Art einfach eine Erholungszone zu gestalten. Unser Staudamm produziert inzwischen auch schon gut was an Energie. Wir laufen da aktuell bei 60% circa, das heißt 273 Megawatt. Den Großteil davon exportieren wir und somit sind unsere Einnahmen auch enorm hoch. Ja, ansonsten habe ich nur ein paar Bäumchen platziert, ein bisschen Detailarbeit an Bepflanzung noch nachgeholt und das wäre es eigentlich schon gewesen. Und großes Projekt für heute, oder zumindest mal der Anfang, ist eine Sache und zwar: Ich bin mit der Zuglinie, wie sie für die Map hier vorgegeben ist, nicht so ganz zufrieden. Die Steigungen sind mir einfach zu krass, wenn man hier mal schaut. Also das ging ja hier eh noch, die kommen hier runter, aber gibt einfach immer wieder Stellen, wo es einfach viel zu arg steil ist und da auch so solche Hügel drin sind und die möchte ich alle rausbekommen. Ich bin dann am Überlegen gewesen, hier einfach jetzt die Strecke zu erhöhen und gerade rüber zu führen, dann wäre der Hügel weg und das gleiche könnte ich dann hier vorne machen, weil auch hier vorne habe ich grundsätzlich eigentlich dasselbe Problem. Hier geht es einfach mal eben ziemlich krass nach unten. Das Ganze entspricht dann einer Steigung, die einfach zu hoch ist, von mir aus gesehen. Wenn wir da mal schauen, ich gehe mal hier unten circa auf dieselbe Höhe, ziehe das Ganze hier hoch. Vielleicht nicht gerade über die Strommasten drüber, sondern daneben hoch. Also hier, man sieht schon, also die Steigung geht über die 7% hoch und das ist eindeutig zu steil für so einen Güterzug voll beladen hochzufahren. Deswegen würde ich das Ganze gerne ein bisschen ausgleichen. Bin noch am Überlegen, ob ich die Strecke hier dann nicht doch noch erhöhe und einfach schaue, ein bisschen auszuebnen. Zumindest mal bis zu dem Knotenpunkt hierher, sodass die Züge dann hier in den Bahnhof mit einfahren können. Hier drüben geht es dann nämlich um einiges krasser weiter. Also wenn wir hier mal schauen, da haben wir dann schon ziemlich heftige Steigungen drin von bis zu 10%. Und das ist eindeutig zu viel des Guten. Und da würde ich den jetzt gerne nachbessern und das Ganze ein bisschen realistischer gestalten und somit würde ich das mal laufen lassen. Das funktioniert ja aktuell schon und sag einfach mal, wir kaufen jetzt oder wir schalten uns jetzt mal ein paar Sachen frei. Und zwar die U-Bahn brauchen wir noch, dann brauchen wir Wasserwege. Da schaue ich, vielleicht kriege ich da unten sogar eine Frachtlinie hin. Mal schauen. Dann wollte ich noch bei der Polizei das Gefängnis freischalten. Und ja, ich denke mal, das dürfte es eh schon gewesen sein. Fürs Erste, wir haben noch zwei Punkte übrig. Schauen wir mal. Vielleicht haben wir irgendwas, was wir für zwei Punkte noch holen möchten. Gaskraftwerk nicht. Ich würde mal das Recyclingzentrum noch mitnehmen. So, wir haben alle unsere Punkte aufgebraucht. Und dann natürlich noch ein paar Kacheln. Und ich würde das Ganze hier unten anfangen. Also aktuell ist der Zugang für den Zug ja auf der rechten Seite. Den würde ich hier nach links verlegen wollen. Ganz einfach. Ich möchte keine Brücke gestalten. Und ich möchte die Bahnlinie nicht hier hochbringen, sondern, also wenn, dann hier unten rüber. Aber hier müsste ich immer irgendwo eine Brücke machen, dass das Ganze funktioniert. Oder einen Tunnel. Würde ich gern vermeiden, wenn es irgendwie möglich wäre. Und ich habe mir gedacht, weil einfach die Ressourcen auf der anderen Seite hier
ziemlich belastend stark sind. Das heißt hier Agrarwirtschaft, hier unten Agrarwirtschaft, hier haben wir Öl, hier haben wir Erze und auch hier oben Erze und hier oben auch nochmal Agrar. Da würde ich auf alle Fälle hier gut was eine Industriezone platzieren wollen, dass wir da von hier oben das ein bisschen schöner strukturieren könnten oder können, müssen wir auf alle Fälle, und dann nach hier unten verlegen oder auch nur einen Teil. Ein bisschen was würde ich da oben auf alle Fälle belassen. Und dafür hätte ich dann hier unten auch gerne Güterzuganbindung, sodass die Güterzüge dann die Waren hier in die Stadt hochbringen können, wieder runterfahren können, aber auch den Ein- und Ausgang zur Stadt an dieser Seite hier haben sozusagen. Das heißt, ich werde mir jetzt auf alle Fälle mal ein paar Kacheln noch freischalten, um die Strecke dann auch großzügig ausbauen zu können. Und hier haben wir jetzt Folgendes, wenn wir da schauen, nochmal raus in die Höhenlinien. Hier ist es ziemlich flach. Das heißt, hier haben wir auf alle Fälle gute Voraussetzungen, eine schöne Fläche zu gestalten, wo dann der Zug dann sich, sage ich mal, mit Güterbahnhof, vielleicht auch das Schienenumschlagnetz, die Wartungshallen und alles, dass wir das hier platzieren und von oben wegnehmen und dann das Ganze hier am Berg entlang dann hochbringen. Da sollten wir eine ganz schöne Strecke hinkriegen. Ein paar Tunnel werden auf alle Fälle machbar sein und auch ein paar Brücken, aber hauptsächlich nicht über den Fluss im Moment, und somit brauche ich auf alle Fälle hier auch die Kante hoch, die ganzen Kacheln. Ich denke, wir haben da ziemlich einiges an Überschuss aktuell, somit sollte das kein Problem sein. Ich würde dann sagen, wir holen uns einfach mal die Kacheln, die hier, die brauchen wir sowieso früher oder später, um die bestehende Bahnlinie dann zu entnehmen, zu entfernen. Machen wir mal so. Und hier würde ich dasselbe machen. Ich nehme mal die. Die eine hier lasse ich mal weg. Vielleicht komme ich auch ohne die aus, dass ich die Strecke hier gar nicht mehr benötige. Und dann schauen wir mal. Ich denke mal, so sollte das fürs Erste schon passen. Denn hier eben würde ich dann gerne an der Kante entlang hochfahren irgendwie. Die Kachel lasse ich mal aus. Die ist zu schwach bebaubar. Nehmen dafür die hier. Das sollte auf alle Fälle funktionieren, hier dann hochzukommen irgendwie. So, wir sind somit auf, wenn ich die alle nehmen würde, wo haben wir die Übersicht? Die Hälfte circa brauchen wir somit auf. Kaufen wir schon schön was an Stückchen dazu. Die nehme ich auch gleich noch mit und kaufe die einfach mal. Kostenmäßig kein Problem. Wir sind inzwischen auch schon über 50.000 Einwohner. Das ist echt krass, wie wir da emporgeschnellt sind. So, und jetzt würde ich sagen, wir beginnen hier einfach mal den Anschluss für den Zug zu gestalten. Ich muss mal schauen, wie das jetzt funktioniert. Wenn ich hier jetzt eine Route einfach hier rein klatsche und die dann hier rüber mache, dann haben wir natürlich wieder die immensen Hügel mit drin, die wir eigentlich gar nicht benötigen oder wollen. Steigungsmäßig auf alle Fälle kein Problem. Und das kriegen wir so raus. Jetzt, wenn ich das hingegen gerne als Tunnel rauskriegen möchte, mal schauen, ob das möglich ist. Einfach unterirdisch. Ja, komme ich da noch ein bisschen weiter runter? So. Okay, ich kann einen Tunnel nach außen anbinden. Das wäre wahrscheinlich nicht mal so schlecht, die Lösung. Das hieße nämlich, ich könnte hier relativ ebenerdig zu der Kachel hier rausfahren und dann hier in den Tunnel rein und sozusagen die Map verlassen. Ich werde das einfach mal versuchen. Wir holen uns jetzt hier einmal das Ausgleichstool. Ich mache das jetzt nicht allzu groß. Schaue mich da einigermaßen am Gelände zu orientieren, sodass ich hier auch das Gelände zur Kachel nicht allzu sehr beanspruche oder zerstöre. Das hieße aber eigentlich, ich könnte auch wir hier mal die Plattform als Basis hernehmen zum Starten. Bauen wir mal von hier raus. Könnte ich auch mit einer Brücke hier rüberkommen und die dann hier entsprechend in den Berg reinbringen sozusagen. Das schauen wir uns jetzt gleich mal an. So müsste das auf alle Fälle gut gehen. Und ich hoffe, ich kriege das einigermaßen schick hin. Da haben wir jetzt natürlich keine Steigung drin.
Das macht jetzt eigentlich aber nichts. Ich werde das Ganze einfach mal auf Null-Niveau bringen. Ich könnte auch erhöht starten. Stay.
So, dann schauen wir mal, wie sich das Ganze hier anfühlt. Ja, da habe ich mir fast gedacht, dass da Wasser drin sein wird im Tunnel. Lassen wir mal so gut sein. Vielleicht wird das irgendwann noch gefixt. Sollte auf alle Fälle kein Wasser eindringen können, ist jede Menge Meter unterm Fluss durch und kommt dann hier vorn wieder raus. Hier in der Schneise, die Steigung ist immer schön gemächlich, würde ich mal sagen. Hier kommt dann ein Bahnhof rein oder ähnliches und dann kann das Ganze hier weiterfahren. Immer schön in der geschmeidigen Kurve drin, das sieht richtig gut aus, finde ich. Und jetzt geht es in die andere Richtung. Auch hier geschmeidig um die Kurve rum. Da muss auch noch ein bisschen was an Terraforming betrieben werden. Sieht schon nicht schlecht aus. Dann haben wir hier unter der Autobahnbrücke durch. Und geht dann die ganze Strecke hier über das neue Hochplateau dann drüber. So, einmal hier um die Kurve rum. Auch hier wird dann noch ein bisschen Terraforming betrieben und ein paar Straßen verlegt. Dann sieht das Ganze auch gleich schon viel familiärer aus hier. Aber das geht auf alle Fälle klar hier. Und jetzt geht es ab in den Tunnel. Und wir werden dann am Ausgang auf den Zug warten. Ich müsste hier unten... Oh, hier die kleine Siedlung. Unterfahren wir natürlicherweise. Und hier müsste der Zug jetzt dann rauskommen. Natürlich ein klein wenig dauern. Ja, da kommt er. Mit Schwung raus. Und wir verfolgen den wieder. Fährt hier schön geschmeidig am Berg entlang. Das sieht richtig genial aus. Wenn man denkt, man fährt hier mit der Aussicht. Das ist schon heftig. Da kann man sich richtig freuen, dann in der Stadt auszusteigen und sich da dann frei zu bewegen. So, dann hier geht es in den nächsten Tunnel rein. Hier wieder raus und da fahren wir jetzt schön gemächlich am Berg entlang. Nächster Tunnel. Natürlich sehr tunnelreich die Strecke. Aber klar, es ist einfach sehr bergig hier und um die gewisse Steigung nicht zu überschreiten, war das auf alle Fälle zwingend notwendig, entweder Brücken oder Tunnel zu bauen. Und da sehen Tunnel einfach meistens besser aus, beim Zugverkehr zumindest. Fängt wieder an zu regnen. So, jetzt geht es hier runter. Hier kommt dann auch das Bahndepot ran und zusätzlich noch ein Güterhub, vermute ich mal stark. Und zusätzlich auch noch ein normaler Bahnhof. Also da wird schon ziemlich einiges an Bahnstruktur noch entstehen. Und jetzt fahren wir runter über die leichte Steigung und kommen zum neuen Hafen und schauen dann da entsprechend noch ein bisschen was an Hafengebiet zu erstellen. Vielleicht haben wir nämlich die Möglichkeit, Hafenlinien zu ziehen. Da bin ich gespannt, ob das funktioniert. Das probieren wir gleich als nächstes aus. Und dann haben wir da schon einiges geschafft für heute. Sehr gut, also das sieht schon richtig krass aus, wie der hier runterfährt. Ganz geschmeidig, keine Hügel, nichts. So soll das auf alle Fälle sein.